Ja, hallo. So? Okay. Ich habe nachgeschaut, wie viele Worte ich in 10 Minuten sprechen kann. Das sind angeblich 1000, deshalb heißt mein Science Slam Gerechtigkeit in 1000 Worten. Das ist sehr meta. Gerechtigkeit in 1000 Worten, das ist natürlich nicht genug, deshalb muss ich einen Rahmen setzen. Ich definiere meinen Gegenstand. Alle, die auf Etymologie abfahren, haben schon gemerkt, definieren hat was mit dem lateinischen Wort fines zu tun, das heißt mit Grenzen. Und Rahmen sind natürlich sowas wie Begrenzungen. Und das war es auch schon mit dem Latein. Diese Logik, dass der Gegenstand, das Objekt der wissenschaftlichen Beschäftigung nicht einfach da ist und dann mehr oder weniger objektiv beschrieben wird, sondern durch das Schreiben oder heute Slammen definiert und in einen Rahmen gestellt und dadurch hergestellt wird. Her, hierher, in den Rahmen und hergestellt im Sinne von produziert. Das ist ein grundlegender Gedanke der Medienwissenschaft, die ich studiere. Damit ich das in meiner Argumentation wieder aufgreifen kann, was rhetorisch super ankommt, behaltet das bitte im Hinterkopf. Also, Objekt nicht einfach da, wird nicht mehr oder weniger neutral beschrieben, sondern schreibend, definierend hergestellt. Okay. Wer Gerechtigkeit sagt, muss auch Ungerechtigkeit sagen. Zumindest mitdenken, um das eine vom anderen abgrenzen zu können, sodass sich Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit im gegenseitigen Ausschluss wechselseitig definieren und damit in der Unterscheidung zugleich getrennt und verbunden sind. Wenn man Denken von Gerechtigkeit zugleich Ungerechtigkeit ein- und ausschließt, also enthält, enthalten, sich enthalten, etwas enthalten, was ist das dann für eine Grenze, Definition, zwischen den Begriffen? Eine gedanklich ziemlich stressige Grenze, ein Riss als Linie, ein Abgrund für mein Denken. Sie setzt sich zwischen meine Begriffe wie das Schnabeltier, zwischen Biber und Ente. Sie ist die Grenze, die ausgeschlossen wird, um meine Unterscheidungen zu ermöglichen und zugleich wie ein ungeladener Gast hinzutritt, mit den Kategorien spielt, sie zerbröselt, auf den Teppich krümelt und die schön geordnete Eindeutigkeit versaut. Eindeutigkeit scheint aber wichtig zu sein, wenn wir bestimmen wollen, was gerecht ist und was nicht. Zum Beispiel im Sport haben wir einen Begriff von Fairness, den wir als gerecht empfinden. Im Leichtathletikwettkampf trennen wir in Läufer und Läuferinnen, Gewichtheber und Gewichtheberinnen, Weitspringer und Weitspringerinnen. Das sind nicht nur viele Wiederholungen mit dem Suffix innen. Das ist auch eine Opposition, ein Gegensatz, eine klare Unterscheidung zwischen genau zwei Geschlechtern. Ich habe aber gerade gesagt, dass Unterscheidungen nicht nur zwei Seiten hervorbringen, sondern auch eine Grenze, die rissig ist und das eine in der trennenden Verbindung auf das andere bezieht und sich einmischt, die als ein drittes die Binarität stört. Das nennt man Differenzlogik oder die Logik des eingeschlossenen, ausgeschlossenen Dritten und soll in der Zeit, also als Prozess des Differenzierens gedacht werden. Okay, das mag ja sein mit dieser Differenzlogik bei Konzepten wie dem von Gerechtigkeit, denn die sind menschengemacht. Aber bei der Geschlechterdifferenz gibt es den natürlichen Körper. Der ist schon da, bevor ich ihn schreibend definierend herstelle. Fleisch und Weichteile bestätigen den Sinn meiner Bezeichnungen. Der Körper ist der sinnvolle Referent, den meine Zeichen neutral wiederholen oder repräsentieren. Und die Grenzen sind hier stabil. Es gibt entweder Frauen oder Männer. Penisse stehen für sich und brauchen keine trennend verbindende Differenz zu dem, was sie nicht sind, um steif und fest das zu sein, was sie sind. Männlich. Eindeutig, zweideutig. Wir wollen Eindeutigkeit. Wir wollen sicher sein, dass unsere Beschreibungen von Körpern verlässlich sind. Besonders, wenn es um Wissenschaft geht, die nämlich Wissen schafft. Wie steht es denn um das Verhältnis unseres Denkens zur Welt? Was ist die Beziehung von Bezeichnung und Material? Gott beauftragt in der Genesis Adam, die Tiere zu benennen. Also in Gottes Namen geben Menschen dem Lebenden Namen. Und was im Namen Gottes geschieht, ist ja immer ziemlich sinnvoll. Rainer Maria Rilke, der Dichter, fürchtet sich vor der Menschenwort, weil die Benennung der Dinge Gesang verstummen lässt. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um, durch die Benennung. Gilles Deleuze, das ist ein Philosoph, erklärt, dass es ein Irrtum ist, davon auszugehen, dass die sichtbaren Dinge ihren Sinn murmelten und unsere Sprache ihn nur noch aufzulesen bräuchte. Also, woher kommt der Sinn unserer Sprache? Gibt es eine Identität zwischen Zeichen und Sinn, von Zeichen und Sinn, zum Beispiel im körperlichen Referenten, der selbst vor seinem und für seinen Namen steht und seine Bedeutung ist? Oder war im Anfang nicht das Ding, sondern das Wort. Nicht Identität, sondern Differenz. Und damit zurück zum Sport.
2009 gab es einen Fall bei der Leichtathletik-WM. Eine 800-Meter-Läuferin war so schnell, so muskulös, dass ihr Geschlecht bezweifelt wurde. Sie war kein verkleideter Mann, aber ihre Performance ging nicht als weiblich durch. Die IAAF, der Internationale Leichtathletikverband, veranlasste einen Gender Verification Test, der ihr wahres Geschlecht bestimmen sollte. Vielleicht könnte man ja ihre Unweiblichkeit im Chromosomensatz nachlesen. Bei der Idee, dass sich die geschlechtliche Entwicklung auf genau zwei Chromosomenpaare zurückführen lässt, gibt es viel Kritik. So sind die XX weiblich oder XY männlich Paare nicht allein für die Geschlechtsentwicklung verantwortlich und es gibt sogenannte Aberrationen, die nicht in der einfachen Unterscheidung aufgehen. Zum Beispiel beim Turner-Syndrom, bei dem Frauen nur ein X-Chromosom haben. Also, weder lassen sich die Chromosomenpaare eindeutig nach der Geschlechterdifferenz aufteilen, noch geben sie die notwendige Information zur geschlechtsspezifischen Fähigkeit zum Muskelaufbau, die bei Frauen anders sein muss als bei Männern, denn im Sport funktioniert die Geschlechterdifferenz als die Unterscheidung von mehr und weniger Muskeln. Weiblich bedeutet weniger leistungsfähig als männlich. Männliche Dominanz in Bezug auf Muskelmasse, Stärke, Ausdauer wird deshalb zur Maßgabe für beide Geschlechter. Das eine ist, das andere weniger als männlich. Deshalb wird es auch zur Beleidigung, weiblich zu sein, wenn man läuft wie ein Mädchen. Die Athletin, die 2009 zu schnell war, um Frau zu sein, blieb nicht in diesem Rahmen der zweiseitigen Unterscheidung. Sie stieß an die Grenze. Sie berührte sie nicht nur, sie schien sie zu verkörpern. Im Wettkampf mit seiner auf die Hundertstelsekunde genauen Leistungstrennung erschien sie als weder weiblich noch männlich, was, wenn wir ein entweder weiblich oder männlich voraussetzen, ausgeschlossen wird. Oh, Kacke. Okay, danke, ich hasse wieder. Obwohl ihr Körper nicht weniger materiell ist als der Körper einer eindeutig weiblichen Person, scheitert an ihm die Unterscheidung. Die Kategorien können ihn nicht beschreiben. Der vorausgesetzte Sinn, die Vorstellung von Weiblichkeit, findet hier keinen stabilen Referenten. Ihr Körper verkörpert nicht die vorgeschriebene Seinsweise. Wenn also die Unterscheidung an einer zu starken Frau scheitert, warum sollte sie dann für alle anderen Körper einfach zutreffend sein? Vielleicht sind auch die Körper sowie die menschengemachten Konzepte nicht einfach da, sondern werden in einem Rahmen hergestellt, der im Sport alle und nur die Athletinnen als Frauen definiert, die Weiblichkeit im Unterschied zu Männlichkeit als ein weniger an Leistungsfähigkeit verkörpern. Das eindeutige Geschlecht ist dann nicht Ursache, sondern Effekt der ihren Effekt im Nachhinein voraussetzenden Unterscheidung. Und die GrenzgängerInnen sind nicht Ausnahme, sondern die Regel. Der Internationale Leichtathletikverband erklärt nicht eindeutig weibliche Körper dennoch zur Abweichung und diagnostiziert Hyperandrogenismus, eine Überproduktion an männlichem Hormon und verlangt die Behandlung im Namen der Fairness, auf dass sie die normative Weiblichkeit verkörpern. Die Unterscheidung des Entweder-Oder wird stabilisiert und die Grenze zur Krankheit erklärt. Wir können nicht alles Lebende individuell benennen. Wir haben nicht genügend Worte, selbst wenn es mehr als 1000 sind. Die Frage ist, wie wir mit den Kategorien umgehen. Hüten wir sie wie ein spießiger Kleingärtner seine Verandaplatten und kärchern mit Hochdruck das Unkraut aus den Fugen? Erklären wir das Abweichende für krank und verordnen eine Behandlung in irgendeinem Namen? Oder versuchen wir die Individualität nicht nur zu er, sondern anzuerkennen? Im Anerkennen des notwendigen Scheiterns der Unterscheidung können wir uns entscheiden, dass Gerechtigkeit nichts mit Ordnung und Reinheit zu tun hat. Das war die Philosophie der Dekonstruktion. Dankeschön.